Gehen wir es an mit dem Aufdecken. Abstellen. Achso, und da muss ich auf die globale Karte und nach Smithville rüber. Ja, genau. Da möchte ich aber in die Werkstatt eigentlich. Gut! Was dümmer sehe ich dann noch? Aber wenn du willst, kannst du dann deine Mission eigentlich schon weitermachen? Also soll ich die Türme nicht jetzt auch noch angehen? Ne, es sind Nummer 2. Wenn ich eh zu dem, kann ich beim Rückfahren quasi zum anderen fahren. Okay. Kannst du deine. Du siehst die ersten schon gemacht. Und heute die anderen. Na gut, dann Leidl, hallo und herzlich willkommen hier zu einem etwas kurzen Stream. Es wird alles festgehalten. In der Nachwelt, die das eh nicht sehen will. Bei dir? Ja. So. So, so, so. Till River. Nein, was haben wir jetzt? Rantatatatam. Da ratet er durch. Da war es nur eine Betonstraße. Da rate ich, oder wie? Lieferung am Logistikzentrum. Dann muss ich doch vielleicht ins Lagerhaus, ne? Ich frage mich jetzt nur. Da geht's einmal nicht. Ah, da steht wo ein Anhänger. Upsi! Da ist etwas tief ins Wasser gegangen kurz. Ich merke gerade, mit Lenkrad ist das viel geiler, die Steuerung. Ja, das ist das, was ich eben bei LS dann auch. Also, ich finde, es ist generell alles, was mit Fahrzeugen zu betätigen ist. Also ich bin jetzt am Controller, weil ich mir dachte, für die kurze Zeit, na scheiß doch. Aber ich merke da gerade einen Unterschied. So. Okay, da müssen wir eine Brücke bauen auf jeden Fall. Schon entdeckt. 7 Brücken musst du gehen. Habe ich mal aufgenommen, die Aufgabe. Na leibend. Was denn? Dass der das immer daneben dann spawnt. Wenn man irgendwas aufgeladen hat. Wenn man so neben spawnt. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das, was auf einem Anhänger war, ist jetzt daneben irgendwo. Ich habe jetzt geguckt und die Gitter sind umgefallen. Da fliegen die Gitter um. Schauen wir mal, was ich dort kriege jetzt. Ob ich rüberfahren muss oder nicht. Ich finde die Anzeigen ein bisschen verwirrend. Warum? Teilweise. Wo du was holen kannst, musst. Ja, wenn du draufklickst, dann siehst du, wo du es holen kannst. Aber wo draufklicken? Ja, auf den Gegenstand. Also auf diesen Item, was du holen musst.
lustiger Weg. Materialbestellung. Das ist ja nice. Die Stahlträger hast du ja schon, hast du gesagt. Ich habe auch gerade die Mission ausgeholt. Ja, die hat er mal jetzt eben abgeladen, aber die kann ich mal holen. Ach so, ja gut, dann weiß ich jetzt, warum er es abgeladen hat, weil du es am LKW oben gehabt hast. Das speichert das anscheinend. Ah ja, logisch. Nein, am Anhänger war es oben. Nein, ich glaube, das ist am LKW oben gehabt. Okay, weil die waren beim Anhänger nämlich. Ja, weil du einen Anhänger auch angekriegt hast. Lagerhaus und... Die krieg ich beide im Lagerhaus. In den zwei Lagerhäusern hier. Ja gut, aber Stahlträger hast du ja eh schon, hast du gesagt. Na, jetzt eben nicht mehr. Da wird, du hast gesagt, die liegen dort. Ja, aber ich habe ja keinen Kran zum Aufladen. Da hole ich mir das rein, ist ja lost, Alter. Naja. Wer hat keinen Kran? Das ist lost, dass das abgeladen worden ist, Alter. Ja, aber warum hast du noch keinen Kran? Den könnte ich auf die Ladefläche trotzdem drauf. Habe ich ja trotzdem eine Ladefläche. Sicher. Ich habe auch einen Kran. Schon seit Anfang an eigentlich. Seitdem ich mir den leisten konnte. Okay. Ist ja viel praktischer, also, wenn du die Ladung gleich da hast irgendwo. Stimmt. Kannst du hin und her laden und so. So, ich glaube, ich bin gleich bei dem einen Turm. Wieder eher das Umgekehrte, jetzt kann ich mit dem Controller nicht gescheit umgehen, mit dem Lenkrad schon. Aber wirklich, das eine Auto, das schaut urgeil aus von meiner Ansicht. Was ist da passiert? Wo du auf mich zugeslidet bist. Das war in Folge 3, wie lange machst du noch eine Folge? Im dritten Stream war das. Im dritten Stream, ich verstanden, in der dritten Folge. Na, dritter Stream. So. Aber du hast recht, ich werde mir da als nächstes einen Kran draufhauen. Weißt du, was ich jetzt entdeckt habe? Da habe ich urlachen müssen. Auf Steam gibt es ein Angebot, ein Spiel um 3 Euro. Truck Simulator. Du sollst ein Drogenimperium aufbauen. A Truck? Nicht Truck wie LKW, sondern... Truck. Okay. So. Okay, das ist Arsch. Die Brücke gibt es noch nicht. Kann man vielleicht trotzdem durchfahren. Jetzt wieder mal querfeld an. Also ich habe mir jetzt auch dieses Video bei GameStar übrigens angeschaut. Mhm. Und da sagen sie schon sehr wohl, dass es nicht wie... Scheiße. Das war's jetzt. Im Querfeld an. Oder? 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 Nein. Habe ich mich da irgendwie verhört? Sie sagen sehr wohl, dass es sich mehr um diese Expeditionen dreht. Aber Lieferungen hast du auch. Es gibt Lieferungen, aber es ist nicht so wie jetzt, dass du eine Karte hast, wo du was machst, sondern es gibt Kartenabschnitte, wo du halt diese Expedition abschließen musst. Und da gibt es halt zum Beispiel Aufgabe, wo du irgendwas hintransportieren musst. Mhm.
Aber mit transportieren ist auch zum Beispiel gemeint, einen Anhänger von A nach B zu ziehen. Ah, okay. Okay, scheiße, da kann ich noch nicht hin, weil ich da noch nicht sehe, wo ich hin muss. Ich bin... Na gut, kann ich nicht alles auf einmal machen. Ich sehe da nämlich den Weg nicht drüber. Ich meine, der könnte da von der Insel führen, aber... Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Was hast du gemacht? Stadt gewechselt unabsichtlich. Das ist doch nicht so wie jetzt hier. Ja, dachte, eben nicht, deswegen. Eben auch was lieferst. Ja, es ist wirklich Expedition. Es dreht sich alles um Expeditionen. Es sind wie Missionen quasi. Du beginnst quasi auf einer Karte und musst quasi immer weiter erforschen, damit du dann zu einer nächsten kommst. Okay. Also du hast jetzt nicht so dieses frei fahren oder so. In dem Sinn. Das ist quasi ein Story-Modus. Irgendwo habe ich voll verkackt gerade. Oder schon wo. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich werde mir da die Ladung holen, aber ich werde den Anhänger sich jetzt aber da stehen lassen. Das war eine dumme Idee. Bitte? Das war eine dumme Idee, das zu probieren, über Steine runterzufahren. So. Jetzt aber wieder mit Konzentration. Oh ne, das gibt's ja nicht. Aber ich muss die Lust bremsen bei Snowrunner, also sehr ich Bock habe, aber ich merke schon, ich habe schon wieder so viele Spiele. Für mich schon so viele Spiele, was ich sonst nicht. Ich frage mal, wie viele. Das ist zu echt dran. Ja. Aber schon gestern habe ich COD gemacht. Ein bisschen Ready or Not jetzt. Ja. Jetzt heute möchte ich ein bisschen LS machen und dann auch Ready or Not. Und wenn ich da jetzt noch irgendein Euro-Truck-Simulator muss ich jetzt bitte wieder weitermachen mit den Folgen. Kann ich da jetzt noch was dazu nehmen? Für deine Verhältnisse bist du wirklich im Stress. Okay, ich habe jetzt ganz vergessen, wie Rally das ist. Was denn? Ich habe einen Anhänger auf der schrägen. Also ich habe mich hingestellt auf einer schrägen, am Anhänger abkoppelt, das ist nach vorne gerollt. Das heißt aber, wenn das quasi wirklich ganz verschiedene Games sind, dann könnte ich mir das wirklich überlegen. Ja, es ist halt wirklich Mudrunner ähnlich wieder. Muss deswegen aber auch nicht schlecht sein, sag ich mal. Das habe ich auch nicht gesagt, dass schlecht ist. Aber für mich wäre es halt, weil ich eh. Mir geht es ja nur um das Geländefahren und so. Das habe ich da ja eh. Weißt du?
Ja, stimmt. Deswegen für mich. Zudem habe ich dieses Open World und Transportieren, weil ich weiß ja, wie viel ich dann Mudrunner tatsächlich gespielt habe. Mudrunner habe ich nur mit dir gespielt. So. Ich habe schon die Mission gemacht. Haben wir da nicht auch Missionen gemacht? Nein, weil da war ja noch kein. Das war ja kein. Du bist halt da rumgefahren, dass von A nach B sowas transportiert, aber es war ja keine Mission. Im Sinn. Ah, okay. Konntest so stemmen und so schon transportieren, aber da hast du ja, nicht, hast du ja nur einen Truck gehabt, hast du das nicht gehabt, so wie. Steam habe ich ja schon wieder zwei, drei Spiele gesehen, die mich interessieren würden, aber das muss ich jetzt bremsen. So. Was denn? RoboQuest zum Beispiel. Ja, das sagt auch nichts. Das ist so ein Rook-like-Shooter. Aber so im Comic-Stil und so ist nicht, schaut ist nicht gut aus. Okay. Was habe ich noch? Eben noch ein, zwei Sachen. Wow. Geil, da steht ein Anhänger. Kann ich jetzt aber nicht mitnehmen. Das ist in der Karte einzeln. Aber ich muss da echt runterfahren. Aber sind die Augen wieder? Die Augen? Ja, aber dann sind das so Augen wie Tiere, schaut das aus. Danach. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, ich bin sogar jetzt mehr hyped auf SnowRunner als im ersten Durchgang sogar. Das kann ich nicht beurteilen. Sehr schön, sehe ich die Strecke dann. So.